Have fun. Hope you kick some ass. Works well in a crowded area. Was geht ab, mein lieben Freunde? Euer Ernesto Valverde hier und herzlich willkommen zum nächsten GTA San Andreas Let's Play. Ja, Freunde, heute ist es soweit. Heute ist mir scheißegal, was passiert. Wir haben gestern das Let's Play abgebrochen bei dieser Mission und jetzt werde ich einfach reingehen und kurz einen Prozess machen, ja? Wir werden gar nicht diese scheiß Kettensäge nehmen. Ich werde hier reingehen und ich werde... Was ist das? Ja, ich werde hier kurz... Ist mir scheißegal. Ich werde hier kurz einen Prozess machen. Guck mal, auf einmal sind welche hinter mir. Ihr Schwänze, Alter. Wo kommt ihr her, hä? So, ich mache jetzt hier kurz einen Prozess. Ist mir scheißegal. Lasst einen Daumen nach oben. Ich bin schon richtig abgefuckt wegen gestern, sage ich so, wie es ist. Was da für eine Kacke passiert ist. Wir mussten das Let's Play einfach abbrechen, Leute. Ihr habt gesehen, wir hatten die ganze Zeit so einen scheiß Bug gehabt und was weiß ich was. Heute bin ich sauer. Heute konzentriere ich mich zu 1 Million% und heute wird kein Pech hier sein. Heute wird kein Pech hier sein. Ja? So. Okay. Heute die Folge ein bisschen später. Ich hatte heute noch einen wichtigen Termin gehabt. Ja, guck mal, die ganzen Schwänze hier, Alter. Ich mach die alle. So, hier, ich hab mir auch Granaten gekauft. Zack. Oh nein. Nein! Was ist das denn? Ich hab Polizei. Warte. Ja, genau so, oder? Digga, ist der zu dumm? Ja. Jawohl, guck mal hier, diese Granaten brauchen wir. Zack. Guck mal so. Viel besser, als unsere Munition so unnötig zu verschwenden. Guck mal hier, wie super ich werfe, Freunde, oder? Seid mal ehrlich. Guck mal, der beste Werfer. Zack. Bumm, weg. So. Ey, Baller, da ist doch jemand! Digga. Zieht. Junge, Alter, ey. Manchmal diese Steuerung ist der Wahnsinn. Ey, warte mal, irgendjemand... Digga, wo kommen die alle her? Wollt ihr mich verarschen? Die waren gestern gar nicht da, diese Leute. Bei Gott, hier kommen alle neu. Ey! Ey, ich mach die Scheiße einfach kaputt. Ist mir egal, Digga. Warte mal. So, Baller draußen. So, okay. Diesmal werden die mich nicht kriegen mit ihrer Kacke da. Wirklich. Also gestern war zu viel des Guten. Gestern war echt zu viel des Guten. So, okay. Naja. Zack. Boah, Digga, die Köpfe fallen einfach ab. Was geht hier ab, verdammte Scheiße? So. Diesmal werde ich euch alle hops nehmen, Alter, ihr Schwänze. Hier, hä? Okay, jetzt gehen wir mal raus ohne Wagen. So, da oben. Genau dieser Schwanz, wegen dem ist die Mission abgebrochen letzte Mal. So, guck mal. Und ich versuche wie ein Idiot durch dieses Tor letzte Folge zu fahren. Dabei ist hier ein offenes Tor. Und ich hab's nicht gesehen gestern. Ey, ich bin so schlecht, Alter. Ich bin so schlecht. Wir sehen uns gleich wieder, Alter. Leck mich am Arsch. Hört mal, ich hab Elektroauto. Man hört keinen Motor. Und jetzt auf einmal... So, wir sind angekommen. Ey, das ist eigentlich so eine einfache Mission gewesen. Und ich hab's, ey, ich hab's gestern nicht geschafft. Ich denke mir manchmal, wie schlecht bin ich eigentlich, ne? Wahnsinn. Ja, ihr habt euch gestern amüsiert über die Folge. Ey, war die beste Folge. Ja, halt die Fresse. Meine Güte, ey. Ich gehe direkt mit Hass in dieses Spiel rein, ne? Wirklich Hass. Okay, direkt die nächste Mission. Gar keine Zeit verlieren hier, die Scheiße, ey. Wir haben noch genug Teile vor uns. Hier ist San Andreas, Y City, GTA 3. Ja, hab ich richtig Bock drauf, Alter. Oh, diesmal müssen wir nicht mehr reingehen, sondern die Mission ist draußen. Wir müssen nicht mehr ins Casino rein. Hello? Don Peyote. It's CJ. Hey, Truth, is that you? Might be. Might be a government algorithm trying to pick your brain, so don't admit anything. Whatever, man. What's up? I need a favor, Carl. Thought I could cash in some karma chips. Your credit good? I took some fellow travelers deep into the desert on a peyote safari a few nights back. We faced the inner light and communed with the Lizard King. Sound fun. How'd it go? That's the problem. I don't know. I'm in Los Santos. I woke up in a Japanese bathhouse about an hour ago. I have no idea how I got here or where the others are. They're probably fine. I don't think so. They were Brits, a band, and their managers. They have no experience about the desert. Okay, where'd you make camp? I can go have a look. I took them up Arco del Oeste. Fantastic sunsets. Best start looking for them up there. Oh yes, CJ. Okay, nächste Mission. Finde Paul und Mecca. Mecca. Okay. Alles klar, Freunde, bis gleich. Bruder, das war einfach eine halbe Weltreise. Guck mal auf die Karte, wo ich hingefahren bin. Hier oben. Ich war hier, hier. Guck mal, komplett quer durch die ganze Map, einfach mitten in die Sahara-Wüste hier. Junge, Junge, okay.
Wir müssen jetzt hier hoch an die Spitze des Berges. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Mission war. Ich kann mich so schlecht erinnern. War das eine Verfolgungsjagd oder was war das nochmal? Hey, anybody out here? The truth's sitting. Hey, over there. Hey, man, you all right? Kin hell. I'm fucking hanging. Oh, fucking hang. Bloody crows. Where am I? British accent. I don't know, mate. What hour? I was having a dream. I was wanking over some fat bird's tits when this twat turned up. Macca, you fucking psycho. You did it again. British accent. That coyote was shite. You're lucky I brought some tabs along. I told you a million times not to put stuff in my fucking drink. Oh, piss off, killer. Who are you again? Oh, I'm a friend of the truth. He said you guys might need a ride into town or something. But I'm a fucking raspberry. You're not a fucking raspberry. Ja, was sind das für Lappens, Alter? I've wanked the use out of them. Ich glaube, ich habe zu viel gewichst. Stop me, cunt. We go through this every weekend. Ja, ist doch nicht normal, ne? Ow, ooh. Man, what the hell was y'all doing last night? Anybody got a rag? So where I'm taking you? I got a pal Rosie. Ey, jetzt muss ich auch noch Taxi spielen, Digga. Jetzt muss ich auch noch Taxi spielen wieder. Alright. Fuck off, String. Oh, charming. Fuck off. Alright, ladies, let's go. What out? Come on, fucking Northerners. Well, it felt like I couldn't feel him, honest. Ja, was habe ich mir gedacht, als ich das als kleiner Junge, wo ich 11 war, gespielt habe? Du musst dir ein Fahrzeug mindestens zwei zusätzlichen Personen. Ja, geil. Ich nehme einmal ein verdammtes Drecksmotorrad. Wait. Verpisst. Ey, ich krieg jetzt schon Hass, ne? Ich nehme einmal ein verdammtes Drecksmotorrad und dann auf einmal bin ich mit... Ey, müssen zwei Leute mitmachen. Wo soll ich denn das scheiß Motorrad herkriegen? Ach, Motorrad. Out. Ey, guck mal. Ich schwör, guck mal. Diese Steuerung ist einfach der Wahnsinn, Alter. Ich geh kaputt. Ich geh kaputt. Ja, geil. Muss hier runter. Das hier, du machst das schon. Du machst das. Komm hier. Michael Jackson. Jawohl, Junge. So geht man den Berg runter. Michael Jackson. Woohoo! Guck mal, so macht man das, Freunde. Ja. Jetzt brauche ich ein Auto, wo mindestens vier Personen reinpassen. Ja, kommen die Hells Angels. Jawohl, das ist ein super Gelände. Ey, passen nur zwei Leute rein. Hier passen nur zwei Leute rein. Ey! Da könnten eigentlich mehr rein, aber da passen nur zwei laut GTA. Ey, Leute, Mann. Ja, Bruder, was kommen denn für Autos hier? Lastwagen, alles. Gib mir ein Vierer-Auto. Boah, ich krieg die Krieg. Warte mal, der? Hat der vier Türen? Nee, auch nicht. Ey, Motorrad und diese scheiß Geländewagen. Die ganze... Ey, wollt ihr mich zur Hölle nochmal verarschen? Soll da einer in den Kofferraum rein, oder was? Ey. Guck mal! Ich krieg die Krise, Bruder. Ich krieg die Krise. Ich hab die Nacht schon nur 3 Stunden gepennt, Leute, Alter. Und jetzt muss wieder so eine Kacke hier passieren. Gönn mir doch einfach ein Auto mit 4 Personen. Ey, auf einmal Hells Angels hier unterwegs. Ja. Ey, es gibt nur die gleichen Autos hier. Bei Gott, ne? Ich schwöre auf alles. Ich schwöre auf alles, ne? Ich nehme jetzt einfach diesen Scheiß. Guck mal. Ich nehme einfach das Polizeiauto, oder? Da passen auch nur 2 Leute rein. Es ist der Wahnsinn, es ist der Wahnsinn. Ich nehme jetzt einfach diesen scheiß Jeep, ist mir scheißegal, Alter. Ich nehme jetzt einfach den Jeep, Leute. Geil. Jetzt komme ich da an das Auto, jawohl. Endlich mal ein bisschen Glück. Ey! Mann, dann explodiert dieses scheiß Auto. Ich krieg die Krise, Mann. I can't walk back, son. Look at the state of us. Look at the state of us. Oh, look, my God, it's a bomb. Oh, my God, we are dead. Oh, Paul and Matt are wanted to die. What out? Ja. Ey, Leute, Digga. Ich muss ein verdammtes Auto mit 4 Türen besorgen. Es sind nur 2er unterwegs. You can't walk back, son. You can't walk. Ich krieg die Krise, ne? Die können dir mal die Fresse halten. Bruder, da steht einfach ein Flugzeug in der Luft. Wollt ihr mich verarschen? Ey, was ist das für ein... Ey, das Spiel ist so verbuggt, ne? Bei Gott, was ist das? Das steht einfach in der Luft. Warte mal. Boah, dieses Spiel, ne? Hier steht einfach ein Flugzeug. Ich werde nicht mehr schießen. Ich habe auch noch 2 Sterne Polizei. Weil ich einfach rumschieße, Digga. Weil einfach... Ja, klar, Polizei ist direkt da. Hallo, wie geht's dir, mein Lieber? Ja, komm, fahr mal ein Wettrennen. Ey, und der Wagen überschlägt sich gleich wieder. Ja, komm mal.
Ja, komm, kriegst du nicht hin, ne? Ich überschlag diesen Wagen. Komm. Ja, klar, die kommen in ganzer Mannschaft kommen. Wenn er steht, das ist ein Zweitürer, dann können die mir echt einen blasen. Dann werde ich mir ein Auto. Halt's Maul. Jetzt können. Warte mal. Und der andere? Sie werden streiten, bis du einen Wagen findest, in dem beide Platz finden. Leck mich am Arsch, Digga. Bei Gott, Digga. Leck mich am Arsch, Alter. Leck mich einfach nur am Arsch, Alter. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ich fahr jetzt einfach hier runter. Ah, ist Wasser, stopp! Nein. Ey, guck mal, der runterfliegt, bitte. Guck mal, wie der runterfliegt, Mann! Was ist das? Ist da gerade ein Polizeiwagen runtergeflogen? Er wollte mich ver... Bruder, ich krieg die Krise, ne? Ehrlich, ich hab einfach keinen Bock mehr. Ich hab einfach keinen Bock mehr. Dieses Spiel ist der größte Dreck. Die sagen, ich soll ein Auto für... Hier ist wirklich Polizeiauto runtergefallen. Ich geh kaputt, ne? Ist einfach Polizeiauto kaputt. Kann ich auch Granate unter Wasser werfen? Geht das? Ne, geht nicht. Scheiße. Ach, komm, Digga. Nochmal neu. Ey! Bam! Oh, Junge! Junge, hat die meinen Hinterreifen abbekommen, Alter. Was ist das denn? Ist die unter der Erde oder was? Bruder, was ist mit der... Bruder, ich hab die einfach durchhälftet. Digga, was war das denn? Ey, jetzt musste ich schon... Ey, sogar KFC ist hier. Oh mein Gott, wir haben KFC. Pickers, Feet and Seeks. Ey, ist immer noch kein Auto für vier Leute, ne? Ich bin jetzt in ein irgendein wildfremdes Kuhdorf gefahren. Und hier sind immer noch keine Autos mit vier Leuten. Wo vier Leute reinpassen. Immer noch diese verdammten scheiß Jeeps und Vans und Auto und Motorrad, Hells Angels. Ich hab keinen Bock mehr, bei Gott. Ich hab keinen Bock mehr. Was war das denn? Was wollen die von mir, Digga? Was wollen die von mir, Leute? Ich hab keinen Nerv mehr. Ich hab echt keinen Nerv mehr. Ich finde kein Auto für vier Leute, Alter. Ich fahr jetzt gerade gefühlt komplett zurück in die Stadt, ne? Das ist, ey, so traurig. Die ganze Zeit sind dieselben Autos da. Die ganze Zeit dieselben Autos. Ey, guckt euch das an. Hells Angels, der scheiß Jeep, wo der eine Schwanz in den Kofferraum könnte. Guck mal, wie ich wieder zurückfahren muss. Ah, ein Taxi. Stopp. Halt an, du Schwanz. Hey, Borat. Hey, Borat. Piss dich, Alter, mit deinem scheiß Taxi. Hol ich die Schwänze jetzt ab. Ist mir scheißegal, Alter. Ach, wie komisch ist das denn? Jetzt habe ich auf einmal ein Auto gefunden. Oh, auf einmal fahren hier vier Türer rum. Er will dieses Spiel einen verarschen. Das Spiel ist so programmiert worden, dass es extra einen provoziert. Auf einmal sind hier vier fahrende Autos. Ach, da sind wir. Wait, kid, wait. Steigt ein, ihr Schwänzer, Alter. Wo soll ich jetzt hinfahren? Zum Schlangenfarm. Ja, komm, Alter. Ey, heute ist einfach richtige Taximission, ne? Wirklich, heute ist ein richtiger Takt. Da passt so perfekt das Taxi. Macca, where are the boys? I don't fucking know, do I? I remember snakes. Lots of snakes. It's a snake farm not too far from here. We can go check it out. Ja, bis gleich. Okay, wir sind da. Boah, gehen die mir auf den Sack, Alter. Look familiar? Looks just like Snake Farm? Schlangenfarm? What are you talking about? Take a gander at him, fellas. Is that him? That there city boy is Smitty Jackerman Jensen. Die wahre Nummer 1. And that one done screwed my sis. I had a terrible aching in my grinds ever since. Bah, Junge, was ist das denn für eine Bah, was? Digga, guck mal, ihre Hand! Die geht durch alles durch! Was ist da? Ey! Was für Hunde, Digga? Oh no, run like fuck! Everybody in the core! Ey, CJ fängt jetzt auch schon an mit diesem Akzent zu reden. Everybody in the core! Steigt ein, ihr Sibis. Was machen... Ey, der... Seems you boys had a good time. Hey, Junge, steig doch ein, Alter. Was wollen die von mir? Denken auch, die können mich hier umkreisen oder was? Digga, was wollen die von mir? Ach Gott, oh Gott, was eine. Es ist einfach so eine simple Mission, aber dennoch so scheiße gemacht, ne? Das ist krank. What kind of tits does this Rosie have? Big fluffy sausage tits. Ey, was labern die hier davon? Titten und sowas. Das ist ja... Aber diese eine gerade ekelhaft, Alter. Das wird mir schlecht. Er hat wahrscheinlich nur ihre Tage gehabt und so, Alter.
he started it. Junge, also heute bin ich mehr am Fahren als am Zocken, ne? Ich schwör auf alles. Ah, ich bin falsch gefahren. Ich Vollidiot. Ich bin einfach falsch gefahren. Ey, bis gleich. Digga, ich verfolge mich immer noch, diese Schwänze, Alter. Verpisst euch. Ja, Auto brennt. Wenn der nicht gespeichert hat, dann haben wir jetzt aber ein dickes Problem. Ich guck's mit euch gemeinsam an. Er wollte mich... Jetzt ist mir scheißegal. So, es wird wieder Zeit. Mogelpower.de. Ist mir scheißegal. Mogelpower.de. Ich hole mir jetzt eine Limousine von mir. Ist mir scheißegal, Digga. So, meine Damen und Herren, hier. Steigt ein, ihr schwänzlutschende Lutscher. Scheiß Drecksmission, Alter. Wirklich, wir sind angekommen bei der Kacke. Ihr macht Platz, Alter. Schreit nicht so rum, ey. Ah, ne, es ist dieses andere Scheiß-Casino. Let's go in and see Rosie. Oh nein, das kenne ich auch noch, ey. Was ist das denn? Ist das der... Oh mein Gott, den kennen wir doch auch noch irgendwo her. Kent Paul, here to see Rosie. Hey, Boss, there's somebody here to see you. Oh, Rosie, Cole, stimmt. Wait, I have a migraine. Oh, hey, Rosie, son, it's me, Paolo. Oh, God. My despair is complete. Okay, let him in. Rosie, how are you, son? I pray that boah, nerven diese Leute, ne? Nerven richtig gerade. In peace and comfort, a million miles away from anyone I've ever fucking known, and instead, I get this. Come on, it's me, Kent Paul. Well, hello, Paul. What a pleasant surprise. Who the hell are these guys? These are my boys, Macca and Cole, sir. You got any speckled doves, boss? I'm peeking on one right now. Top of the range, man. Well, it's fitting as I sit here up to my neck in a river of shit with every mafia gorilla from Liberty City. Damals waren diese Anglerhute schon hin. Guck mal, er hat Trend gesetzt damals. Wegen San Andreas haben die angefangen mit Anglerhut. What's the matter, Sam? Too numerous, oppressively insurmountable, and depressingly fucking typical even to mention. It's all right, bruv. Paolo can help. Give us some space, would you, son? I'll give you a tinkle later. All right, for sure. Not you, Macca. Oh, you twat. Unbelievable. Bruder. Hört mir auf, Digga. Hört mir auf. Bitte, diese anderen Jungs sind weg. Die nerven so unnormal. Guck mal, dieses Telefon größer als meine Zukunft. I'll find a way to scope Caligula's casino without causing too much suspicion. We can talk later. Wow, ich hab nur Respekt bekommen. Geil. Digga, alle laufen hier als Elvis rum, ne? Wahnsinn. Guck mal hier. Elvis hier, Elvis da. Guck mal, der denkt auch, der hält mit dir Hände. Versuchst die zu klären. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir die nächste Mission. Aber erstmal müssen wir das frühe Telefon anrufen. Telefon. Alright, Cole. It's me, Paolo. Listen, Rosie's in a tangle. And I think you're the geezer to sort it out for us, okay, sunshine? Slip around the office and see me, double quick. Yeah, thanks, man. I appreciate the opportunity. Ach, das ist noch dieser Würfel. Aber zählt der zur Hauptmission? Das weiß ich gerade nicht. Das weiß ich nicht. Aber müsste eigentlich, oder? Müsste. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder vielleicht ist es nur das Casino? Dann gucken wir uns das mal an. Boah, das Casino ist aber auch nicht schlecht. Ist die Mission überhaupt hier drin? Safe, ne? Alter, das ist ja riesig, das Casino. Junge, was geht hier ab, Alter? Riesen Casino. Okay. Dann machen wir noch ein, zwei Missionen hier. Und danach kriege ich die komplette Krise. Intensive Care. Oi, Rosie, liven yourself up. Carl's here. Hello. What's happening? Hey, there's some top fanny down at that pool, Pabsy. Leave it out, Dimlo. What's wrong with you? Well, are you going to tell him or shall I? I'm really screwed. Crack on, Rosie. Spit it out. I threw it all away. Okay. I had the power, the money, the ladies, but I couldn't lay off the blow. So I went into rehab, and everything went to shit. But so what? So when I came out, I started representing the Liberty City mob again. And that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino. So I was put forth as a neutral party. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird. Ist der da hinten am Wichsen oder was macht der da? Oh mein Gott, der jackt sich da hinten ein auf die Chayas, die da unten sind. Shit, let me think about this. Digga, der holt sich einen runter. Auf die Chayas, die da unten am Pool sind.
Eschke kaputt, ne? Wahnsinn. Something terrible has happened to Johnny. I mean, he's in a shock-induced coma at the hospital across town. Now the Farellis, they will take this opportunity to rub him out. Now, if any hit between the families succeeds on my turf, I will get the axe, bullet, machete. Okay, okay, relax. Wie kann man so notgeil sein, Alter? There you go, my love. Things aren't so bad, are they? Bada bing. Der Typ jackst sich einfach ein. Ich muss mal zu dem Pool gehen. Ich muss mir mal diesen Pool angucken, Alter, wo der sich da einjackst. Hier auf dem Pool? Digga, such dir einen Gefährten, hole Johnny. So here I am, about to try and rescue some guy and scared half to death. Oh mein Gott, den müssen wir retten. Ah, guck mal, wie unrealistisch das Spiel ist. Diesen Pool gibt's gar nicht. Wir müssen jetzt den abholen, der sich an unsere Scheibe letztes Mal gelegt hat und einfach komplett Angst hatte. Ach, geil. Okay, warte, dann fahren wir da jetzt hin, Leute. Ach, ja. Guck mal, ich fahre einfach dagegen. Nichts passiert. Wir werden auf jeden Fall versuchen, zu Folge 20. Also ich guck mal, für Donnerstag irgendwie, dass ich ein 2-Stunden-Special auf die Beine kriege. Ja. Wird auf jeden Fall geil. Habe ich richtig Bock drauf. Und dann können wir uns auch gerne mal einkleiden. Vielleicht ein bisschen trainieren gehen mit CJ. So beim Special können wir das gerne machen. Okay. So, jetzt muss ich irgendeinen retten hier. Diesen Schwanz, den wir da erschreckt haben. Hello, sir. Can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sandako. Oh, okay. Thank you for your help. Die Mafia muss schon entführt haben. Suche den Krankenwagen, in dem Johnny sich befindet. Ah, ja klar. Bei meinem Glück ist es der letzte und dritte Krankenwagen. Okay, Leute, bis gleich. Nee, ist nicht. Ja. Der hier ist echt. Ja, klar. Ach, geil, ey. Ja, Hammer. Wahnsinn. Das ist vom Spiel. Du kannst egal zu welchem Krankenwagen gehen, es wird der letzte sein bei deinem, meinem Glück. Ja, so, wir rammen den jetzt mal. Echt oder nicht echt? Ja, war klar, dass es der letzte ist. Ja, ich hätte auch von links anfangen können oder von rechts. Es wäre immer der letzte gewesen. Verarscht doch einen nicht hier. Okay, da haben wir ihn. Ah. Zerdelle ihn ein wenig. Mach ich doch, was soll ich noch machen? Ach geil, die schießen auch noch die Säcke. Oh, guck mal, guter Krankenwagen, überfährt einfach alle. Wie geht denn diese Taktik immer, die wir in der Fahrschule gelernt haben? So, ne? Von der Seite. Ja, genau so, von der Seite. Oh, die Polizei ist da auch noch. Die Polizei ist da auch noch. Verhaftet doch nicht mich! Verhaftet die Mafia! Weil ich keine Türe dran habe, musst du die nicht aufmachen, einfach eine Waffe reinhalten. Verhaftet. Ey, Bruder, dieses Spiel. Sagt mir nicht jetzt alle drei von neu. Ach, leck mein Schwanz. Guck mal, ich werde es euch jetzt beweisen. Ich gehe jetzt zum ganz rechten Krankenhaus, der es gerade gewesen ist. Und wenn da jetzt steht, oh, es ist ein echter, dann ist dieses Spiel so eine Verarschung. Weil das Spiel gibt einem das Gefühl, oh, es ist die Chance von 1 zu 3. Und jetzt, guck mal, ich fahre zum ganz rechten. Guck mal jetzt, was passiert. Auf Ansage. Auf Ansage. Um 1 Million Euro. Okay? Wir machen danach ein 1 Million Euro Giveaway. Wenn das jetzt auf einmal der richtige ist. Komisch. Der ist echt. Was ein Zufall. Ich ramme den jetzt so weg, Leute. Amena, hier. So. Hey, boah, Digga, das sieht ja aus wie bei The Weeknd Blinding Lights, das Video. Din, din, didere, din, din. Was soll ich denn hier noch machen, außer den Rammen? Sagt's mir. Was soll ich noch machen? Ich ramm den doch schon die ganze Zeit. Von hinten. Von der Seite. Von der Seite. Boah, nerven diese Geräusche hier, Alter. Ramm ihn. Steig aus. Ich seh schon kommen. Gleich explodiert mein Auto. Jawohl. Was? Steig schnell, bevor er Verstärkung ruft. Oh oh. Nicht auf den. Nicht auf den, Mann! Oh mein Gott, guck mein Leben. Guck mein Leben. Digga, was ist mit meinem Leben los? Schnell.
Fahr Johnny zur Fleischfabrik. Okay, Leute, bis gleich. So. Ah, diese Fleischfabrik, die sagt mir irgendwas. Irgendwas sagt mir diese Fleischfabrik. Hey, Johnny, how you feeling? I didn't think he was gonna be discharged till tomorrow. Müssen wir nicht irgendwie kaputt machen oder so? Okay, Leute, next mission. Wir fangen hier wieder an zu schreien, Alter, meine Ohren. Okay. So, die letzte Mission für heute. The meat business. Das Fleischbusiness. Baby, I'm back. Let's get this show on the road. The good doctor has revived the patient. Thank you, sweet thank has my you, son. Thank sweet. You. So everything straight now? No, absolutely not. I'm still screwed. Absolutely screwed, but at least now I'm in the right frame of mind. What the fuck are we gonna do? Any minute now, some mafia bullet is going to splatter my brains all over the wall. My wall. My beautiful wall. Ooh, you missed a bit. I love that. Forget about it. Oh, that's a great idea, Tony. But you know what? It ain't gonna work, okay? Not this time. No way, no way. Look, man, relax. Der eine macht einen auf Kapital Bra auf Wish bestellt mit seinem Anglerhut. I need to get a grip. Take control. Yes. Grab the bull by the horn. And show everybody who's boss. I'm the boss. I am the boss. All right, then. Digga, ist das ein Flop, dieser Typ, ne? That's what I'm saying. So where we going? Details! Details! Let's just get there! Rack 'em up, Macca. What's the matter with you? Bruder, wo bin ich hier gelandet, Alter? Wo bin ich hier gelandet, ey? Bring Rosenberg zum Schlachthof. Rosenberg! Digga. Ah, guck mal da. Perfekt. Mein Auto steht noch da. Super. Okay, boss man. So. Where to? We're gonna pay the Sindacos a visit. See auf einmal kann er nochmal... Johnny Sins! Wir treffen Johnny Sins. Well, yeah, sure. I can take you by there. I gotta get out of this game. Shit, my nose is pissing like a racehorse. That is really good stuff. Drive faster, would you please? Come on, come on, come on. What are you, an old lady? So you just want to get out? Yes, God, yes. I want to do something safe and legal and boring with people that like me. And have a wife and some kids and get divorced and fight for weekend access like everybody else. Listen, I'll see what I can do. Thanks, I'm just so tired of all this life and death bullshit. Ah, shit, shit's all down my damn shirt and everything. It's my best shirt, too. Didn't this shirt look good on me? Digga, was labert dieser Typ da, Alter? Bruder, fang bloß nicht mit so einem Scheiß an, Alter. Die sind ja alle am Halluzinieren und was weiß ich was. Voll die Verrückten hier, ey. Du wirst zum Schlachthof. Ich erinnere mich noch dran, wo wir da durchgelaufen sind. Dann war da Fleisch und so. Dann war also, da muss man so Fleisch kaputt machen und so. Also, ach, keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht mehr. Genau hier so. Dann konntest du Fleisch hin und her schmeißen und so. Keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. What's going on? Did you forget something? No, look. You go on in. I'm away. Look, you gotta come with me this once. If I pull this off, I can carry on. I know I can, but please, you gotta come with me. I'm gonna squirt my ass all over the floor. Just this once, please, please, please. Okay, okay, chill. Shit. Shit. That look good. Listen, everything gonna be okay. Just remember, you the boss. I'm the boss? I'm the boss. I'm the boss. I'm the boss. Boah, ist das ein Flop. I am the boss. Du bist ein Lappen, bist du. Guck mal, Mehmet und Ahmed. Hey, boys. Tell your boss that Ken Rosenberg is here to see him. Ken who? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg, the guy that runs this town. Was, Bruder? So, denkt sich der eine. How's Johnny? He's doing much better. Huh. Yeah. He ate something this morning. Oh. Mm-hmm. Hey, Ken. Oh mein Gott, der kennt uns doch jetzt safe wieder. Jetzt guckt er, sieht der CJ? Yeah, how you doing? Und dreht durch. And you? I still got a little bit of the night terrors, touch of diarrhea, but I'll get through it. Ja, Durchfall, diarrhea. KFC. And, who's this? How you doing, Johnny? It's fucking him. It's him. Oh, oh man. Oh God, it's him. Oh. Digga, krieg einfach Herzinfarkt. Junge, was passiert dir? Der kriegt einfach. Kriegt einfach Herzinfarkt, weil der uns gesehen hat. Was zur Hölle? Was ist das denn, Alter? Hä? Nein! Nein!
Junge, was passiert denn jetzt hier für eine Scheiße? Guck mal, der Alter denkt auch John Rambo. Der kommt mit so einer Kettensäge, Alter. Ey, Bruder, was passiert hier? Hab ich Zeitlupenmodus aktiviert? Zum Glück habe ich meine scheiß geile Waffe dabei, ne? Zum Glück habe ich diese Waffe gekauft, Alter, die Schwänze. Boah. Wieder einfach die Köpfe wegballert. Boah. Ich hab die Waffe schon auf Hitman-Level freigeschaltet. Warte, muss ich das Feuer... Ach, korrekt, der löscht das Feuer. Ja, du Hund, Alter. Reicht doch! CJ hat Vergiftung, ich kann nichts mehr mit dem machen. Ich schwöre, du bewegst dich ja jetzt. Ja, genau das meine ich, wo du das Fleisch hin und her schmeißen konntest. Whee! Daran erinnere ich mich noch. Alter, guck mal auf der Karte, wie viele Gegner hier sind. Lad nach. Mach die alle kalt, ist mir scheißegal. Warte. Zack. Okay, komm, müssen wir ein bisschen Action machen hier. Ja, komm. Zack. Oh, mein Leben, mein Leben. Wir müssen aufpassen, Leute. Nein, 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 ich bin tot, nein! Ich muss aufpassen. Wir sind hier noch versteckt, manche Schwänze. Da. Aber wo schießt der hin? Ist hier noch jemand drin? Da hinten. Zack, haben wir. Und wie viel Munition wir für diese Folge brauchen heute. Das ist ja der Wahnsinn. Oh nein, irgendjemand ist getroffen. Irgendjemand trifft mich von hinten, von hinten. Nein, über mir. Nein. Oh mein Gott, guck mein Leben. Guck mein Leben, bitte nicht. I'm never doing drugs again. Never, ever, ever, ever. Ja, ja, ja. Nur noch einer, nur noch zwei. Ganz ruhig, Ernesto. Boah. Let's go, Junge. Ey! Wer hat mich denn jetzt geholt, Mann? Ey, Bruder, ich war am Ende. Ich hab alle platt gemacht, Mann. Ey, leck mich doch am Arsch, Alter. Ey, leck mich doch am Arsch, Alter. Ich schwör auf alles, es fuckt mich gerade richtig ab, Alter. Wirklich. Ach komm, bis gleich. Oh mein Gott. Guck mal, in diesem einen Raum am Anfang gibt es einfach eine panzersichere Weste. Die ganze Schwänze schießt mich von hier ab. Guck mal, CJ boxt die Wand wieder. Ach geil, Alter. Kann man hier einfach durch die Lücke schießen? Krank, ich war einfach so... So, jetzt holt uns keiner mehr. So, mein Gott, Digga. Wahnsinn, was wir für einen Pech wieder hatten. Der Letzte hat uns gerade geholt. Der Letzte. Ich hab den nicht mal auf der Karte gesehen. Zu krank, Alter. Fahr Rosenberg zurück zum Casino. Ja, ja, nichts lieber als das. Macht so viel Spaß, die zu fahren immer. Es ist echt eine richtige Taxi-Mission, ist das heute hier. Einfach Taxi. Du Schwanz hast nichts gemacht. Too fucking right they are, dumb pussies. Oh, fuck, I'm screwed. I'm fucking screwed. What the fuck am I gonna do? Shit, shit, shit! You just gotta hang in there. Play it dumb. I'll figure out a way to get you out of this. Just drop me at the airport. Ach, jetzt auf einmal am Flughafen, du Schwanz. Einmal da bin ich dein Taxi oder was? Bestell dir ein Taxi! Ey. Ey, ich nehm schon wieder gerade 1 Stunde 20 Minuten auf, ne? Und... Jetzt könnt ihr mal abchecken, genau jetzt, wie lange die Folge geht. Überlegt mal, wie lange ich immer zocken muss, weil so viele Scheiße hier passiert und ich alles wiederholen muss, Alter. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ja, verpiss dich, du Kopf, Alter. Get in there and be cool. Like you just been out for a relaxing drive or something. Calm. Yeah, calm. I'm calm. Real fucking calm. I'm calm, Mr. Calm, Mr. Calm. That's me, Mr. Calm. Freunde. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Und damit verabschiedet sich auch der gute Rille-Peter von der nächsten GTA San Andreas-Folge. Morgen geht's weiter mit Folge Nummer 19 und dann werden wir am Donnerstag, ja, ich schaue es mir an, ob ich es machen werde,
das 1-Stunden-Special zocken. Das 2 Stunden. Oh, Digga, ich sag 1 Stunde. 2 Stunden. Es kann hart werden, Leute. Ich bin gespannt. Und ja, ich würde sagen, zum Abschied der Folge kaufen wir uns nochmal hier dieses schöne Apartment, damit wir auch noch ein bisschen speichern können. Hotel-Suite erworben. Genauso. Lasst einen Daumen nach oben da, Freunde. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und damit würde ich sagen, Ernesto Valverdos verabschiedet sich jetzt aus dem nächsten GTA San Andreas Let's Play. Bis morgen, haut rein und ciao.